Grüß dich miteinander, alle, die schon rum sind. Herzlich willkommen. Wir warten noch gerade so eine gute Minute, bevor wir anfangen, dass sich vielleicht noch zwei, drei mehr einloggen können und dann mit dabei sein. Wunderbar, dann würde ich vorschlagen, lassen wir los. Der Vortrag heute oben wird auch aufgezeichnet, dann kann man den angeblich noch im Nachhinein schauen. Herzlich willkommen also im winterlichen Island. Mein Name ist Aline Wokka, ich bin Produktmanagerin bei Contiki und zuständig für Island. Als erstes doch gerade direkt mal ein paar Ich würde schnell schauen, tut mir leid, jetzt habe ich mich stumm geschaltet. Susanne, könntest du mir schnell bestätigen, dass ihr mich wieder hört, bevor ich weitermache? Jawohl, ja, du bist wieder da. Ich höre schon ein paar Sekunden, hat aber nicht gefällt. Aber jetzt bist du gerade wieder laut und deutlich zu hören. Tipptopp, gut. Dann tue ich doch das nochmal wiederholen, was ich gesagt habe. Wir für an mit ein paar Infos zu der Verlosung vom Kochbuch, wo wir ja auch angekündigt haben. Und zwar haben wir uns eine Frage überlegt, die wir gerne möchten, möglichst konkret von euch beantwortet haben. Ihr könnt uns die Antwort auf diese Frage gerne bis heute zu oben um Mitternacht per E-Mail zukommen lassen an info@contiki.ch und wir werden morgen im Verlauf des Tages die Gewinner auslosen und jeder per E-Mail, aber auch auf Facebook bekannt geben. Die Frage, die ihr uns gerne beantworten könnt, zum Teilnehmen, ist die, die ihr hier einblendet seht. Woher bringt euch der Inlandflug, wenn ihr dann unseren Geheimtipp buchen? Das sind die Infos zu der Verlosung. Ich lasse die gerade noch schnell ein bisschen einblendet, damit ihr Zeit habt, um vielleicht euch noch ganz schnell nochmal die Frage aufzuschreiben und auch die E-Mail-Adresse. Also einfach gerne bis heute oben an info@contiki.ch und eben gerne beantworten, woher euch der Inlandflug bringt, wenn ihr unseren Geheimtipp buchen. Gut, dann gehen wir doch weiter und starten mit unserer Präsentation und zwar zum Thema Winter in Island. Als Einstieg möchte ich euch sehr gerne fünf Gründe mit auf den Weg geben, warum dass sich eine Reise auf Island im Winter lohnt. Wir haben einerseits natürlich die wunderschöne Landschaft im Winterkleid aus Schnee und Eis, aber auch ganz viele tolle Aktivitäten, die man im isländischen Winter unternehmen kann. Nicht fehlen darf natürlich die Magie vom Nordlicht. Und weil der Winter nicht die Hauptreisezeit ist für Island, kann es schnell einmal vorkommen, dass man fast allein ist zwischen dem Vulkan und dem Gletscher. Guter Letzt, nach einem erlebnisreichen Tag draußen in der Natur, kann man wunderbar im warmen Wasser von einem Hotpot entspannen. Das ist ein kleiner Einstieg. Dann zeige ich euch gerne auf, wo unsere Reise in der nächsten halben Stunde so ein bisschen durchgeht. Ich möchte starten mit ein paar Worten zu Contiki über uns.
dann schauen wir an, wie man auf Island reisen kann und wie man in Island im Winter umeinander reist. Ich werde euch ein paar tolle Aktivitäten aufzeigen, die man im Winter unternehmen kann. Und zum Schluss kommen wir dann noch zu unserem Geheimtipp, wo ich euch eine Reise vorstellen werde, die wir euch sehr ans Herz legen. Ihr habt jetzt während der ganzen Präsentation die Möglichkeit zum Fragen stellen, und zwar im Chat. Meine Kollegin, die vorher gehört hat, tut die ein oder andere Frage schon beantworten. Die sie nicht beantworten kann, tut sie sammeln und die werde ich dann am Schluss der Präsentation noch beantworten. Ihr lasst doch los. Wenn ihr mit Contiki eine Reise in Norden bucht, dann könnt ihr eine kompetente Beratung erwarten. Wir kennen die nordischen Länder, in diesem Fall jetzt Island, alle sehr gut von verschiedenen mehreren Reisen, die wir selber schon unternommen haben. Und wir geben euch sehr gerne unsere Erlebnisse auch weitergeben und euch ein persönliches Programm zusammenstellen. Wenn es dir auf die Reise zugeht, bekommt ihr von unseren Kollegen in der Ausfertigung auch einen detaillierten Routenbeschrieb und ausführliche Reiseunterlagen mit auf den Weg. Ebenfalls bekommt ihr Zugriff zu unserer Contiki Tipp App. Dort sind Tipps gesammelt von Mitarbeitern von uns, aber auch von Kunden, die schon in Island waren. Das kann von einem Restaurant-Tipp bis zu einem Tipp für eine Wanderung, wo man vielleicht sonst nicht antreffen würde. Ebenfalls profitiert ihr von unserem Contiki Nordlichtalarm und wir haben 24 Stunden Notfallnummer. Wenn unterwegs irgendetwas ist, dann könnt ihr uns jederzeit erreichen. Jetzt möchte ich euch gerne zum Thema Nordlicht, das ich angesprochen habe, noch etwas mehr erzählen. Nordlichter kann man in Island im Winter sehen. Konkret schon ab Ende August bis Anfang Mitte April. Dann wird es in der Nacht genug dunkel, dass man eben die Nordlichter dann auch wirklich kann sehen von bloßem Auge. Wir haben rund um die Insel 5 Kameras aufgestellt, die dann eben den Nordlichtalarm auslösen können. Es ist so, dass ihr einerseits ungefähr um 4 Uhr am Nachmittag ein SMS bekommt, wo die Prognose für heutige oben euch mitteilt wird. Dann habt ihr die Möglichkeit, zum da oben ein bisschen genauer zu planen. Und zusätzlich bekommt ihr dann ein SMS, wenn dann auch tatsächlich ein Nordlicht rum ist. Hier geht ein kleines Beispiel von einer von unseren Kameras in Island. Das ist relativ aktuell, das ist vom September letzten Jahr. Das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel von einem Nordlicht, das wirklich stark und hoch am Himmel ist. Nordlichtkameras lösen aber auch einen Alarm aus, wenn das Nordlicht ein bisschen weniger stark ist und vielleicht auch noch tief am Horizont ist, damit ihr dann auch in solchem Fall rausgehen und Nordlichter bestaunen. Etwas, was für uns bei Contiki sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind entsprechend auch schon seit 2013 mit dem Gütesiegel von TourCert zertifiziert. Es ist uns wirklich wichtig, dass wir euch authentische Erlebnisse können bieten können, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch noch in der Zukunft. Das waren ein paar Worte, ein paar Infos zu uns gewesen, zum Mehrwert, wenn ihr bei uns bei Contiki bucht. Dann möchte ich jetzt weitergehen, und zwar starten wir unsere Reise auf Island, und zwar in der Schweiz am Flughafen Zürich. Da haben wir 2 bis 3 Mal pro Woche im Winter Direktflüge nach Island. Die Flugtour die ist so 3,5 Stunden pro Weg und fliegen dort Icelandair. Ihr seht hier die Flugzeiten. Abfliegen tun wir um die 1 und landen am Nachmittag um 4 Uhr. Der Rückflug der geht am Morgen früh, aber dann ist man dafür auch schon am Mittag wieder zurück in Zürich in der Schweiz. Ein wichtiger Hinweis: wir fliegen international, das heisst, wir kommen in Keflavík an. Das ist nicht die Hauptstadt Reykjavík, das ist etwa 40 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt. Die Icelandair ist eine isländische Linienfluggesellschaft und hat schon über 80 Jahre Erfahrung. Sie bieten hauptsächlich Flüge an von Europa auf Island und auch von Island auf Nordamerika.
Was wir auch haben seit letztem Jahr ist, dass die Icelandair Inlandflüge anbietet. Da kann man zum Beispiel von Reykjavik in Norden, in Osten, in Westen fliegen oder auch auf Grönland. Vorhin gesagt, im Winter haben wir 2 bis 3 Flüge pro Woche, im Sommer ab Zürich sogar bis zu 2 Flüge am Tag und ab Genf fliegen sie dann im Sommer auch dort bis etwa zu 5-mal wöchentlich. Was auch etwas Spannendes ist das Thema Stopover. Das heisst, wenn man von der Schweiz auf Amerika fliegt und in Island umsteigen, hat man die Möglichkeit, in Island bis zu 3 Wochen einen Stopp zu machen und dann so quasi in einmal Ferien 2 Destinationen anzuschauen. Icelandair fliegt an verschiedene Flughäfen in den USA, aber auch in Kanada. Hauptsächlich eben Nordamerika, wo sie können abdecken. Noch kurz 2-3 Informationen zum Flug an sich. Es gibt unter anderem natürlich die Economy Class. Dort hat man ein sogenanntes In-Flight Entertainment. Das heisst, man kann Film schauen. Man kann auch Musik hören. Es gibt viele informative Videos auch über Island selber. Das Trinken ist dabei, einfach nicht alkoholisch. Und man hat die Möglichkeit, um verschiedene Snacks oder auch kleine Menüs noch zu kaufen. Es ist mega angenehm, um mit Icelandair zu fliegen. Man hat wirklich einen komfortablen Sitzabstand von 80 cm. Und die ein bisschen mehr Platz brauchen, können dann auch noch sogenannte More Legroom Seats buchen. Das ist dann einfach gegen einen Aufpreis. Und normal, wie man es kennt, 1 Gepäckstück bis zu 23 Kilo darf man mitnehmen. Business Class heisst bei der Icelandair Saga Premium Class. Es sind dann natürlich bequemere Sitze mit mehr Beifreiheit. Man hat das Essen mit dabei, alkoholische Getränke und natürlich auch, wie man es allgemein kennt, Priority Check-in und Boarding und den Lounge-Zugang. Ebenfalls dort 2 Gepäckstück bis 32 Kilo. Ja, wenn wir jetzt in Island angekommen sind, respektive vielleicht erst sogar noch bevor wir abfliegen, gibt es noch 2-3 Sachen, die gut sind zum Wissen. Für die Einreise braucht man als Schweizer eine ID oder einen Pass und im Moment noch einen negativen Antigen-Schnelltest oder einen negativen PCR-Test, wenn man geimpft ist oder genesen ist. Ihr findet immer die aktuellsten Informationen zu der Einreise während Corona auf unserer Webseite auf kontiki.ch und dann /Infografik. Ja, die Zeitverschiebung zu Island ist nicht mega gross. Sie sind eine Stunde hinter drei gegenüber uns. Das heisst, bei ihnen ist jetzt 17:45. Zahlen tut man vor Ort mit isländischen Kronen. Das Preisniveau ist ein bisschen höher als bei uns. Also wenn man geht essen, kann man so ein bisschen Zürich-Preise erwarten. Vielleicht noch als Richtwert tanken, kostet so knapp 2 Franken pro Liter. Wenn man im Winter auf Island geht, muss man das Tageslicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist natürlich wichtig für die Tagesplanung. Also zum Beispiel im Dezember geht die Sonne erst nach der 11 Uhr auf, so 11:30, 12 Uhr. Und geht auch schon am Nachmittag nach der 3, so gegen 3:30, 4 Uhr wieder runter. Hingegen im Februar, was ja auch ein Wintermonat ist in Island, geht sie schon am Morgen um 9:30 auf und bleibt dann auch bis zu oben um 6 Uhr. Ist also doch ein rechter Unterschied von diesen 2 Monaten. In Island können sie Gemüse anpflanzen, und zwar in den Gewächshäusern, die sie mit der geothermalen Energie heizen. Es gibt viel Getreide, Milchprodukte, aber auch frische Fisch, Rind und Lamm. In den grösseren Städten, wie zum Beispiel Reykjavik und Akureyri, kann man auch wirklich internationale Küche geniessen. Und was weit verbreitet ist und sehr beliebt bei den Isländern, sind Hotdogs an Tankstellen oder auch mal unterwegs nehmen. In Island ist es im Winter eher mild, und zwar dank dem Golfstrom. Die Temperaturen die liegen so zwischen -5 und +5 Grad. Man darf einfach den Wind nicht unterschätzen. Wenn der doch einmal stärker um ist, dann kann es wirklich frisch werden. Darum ist es wichtig, zum Schichten mitzunehmen. Also angefangen mal bei Thermowäsche, dann sicher wirklich eine gute windabweisende Jacke, die auch wasserdicht ist. Und mindestens Regenhosen mitnehmen, also
besser dann sogar Skihosen im Winter. Gute warme Schuhe. Dort lohnt es sich auch, um die Spikes mitzunehmen, die man so unten dran klemmen kann, dass man dann auf dem Eis etwas sicherer laufen kann. Kappen, Händchen, Schal nicht vergessen und natürlich noch ein paar Sachen einpacken. Da drauf seht ihr eine Karte von Island. Wichtig zum Wissen, Island ist 2,5-mal so gross wie die Schweiz. Man darf also die Distanzen dann nicht unterschätzen. Das, was ihr da drauf seht, schwarz eingezeichnet, ist die Ringstrasse. Die geht einmal rund um die Insel. Alles, was innerhalb von der Ringstrasse ist, ist Hochland. Das Hochland ist im Winter nicht zugänglich, die Strassen sind gesperrt. Und oben links haben wir dann noch die Westfjord. Die empfehlen wir auch eher im Sommer zu buchen, das heisst so von Mai bis September, weil es im Winter doch sehr häufig Strassensperrungen geben kann, viel Schnee und viele Sachen sind auch geschlossen im Winter. Die einfachste Möglichkeit, zum Island im Winter zu bereisen, ist eine Mietwagenrundreise. Ganz viele Sehenswürdigkeiten, die es gibt, sind abseits von der Ringstrasse, die wir vorhin gesehen haben, und die erreicht man dann am einfachsten und flexibelsten mit einem Mietauto. Wir empfehlen euch, dass ihr im Winter eher eine kürzere Reise macht, also so 7 bis 10, 12 Tage, und dass ihr in dieser Zeit einfach nur eine Region anschaut und eben dann nicht in 7 Tagen einmal rundherum fahrt. Es ist eben auch gerade sinnvoll, um im Winter kürzere Etappen einzuplanen. Das Wetter kann eben auch mal nicht mitspielen. Und dann ist man froh, wenn man da nicht allzu weit fahren muss. Vielleicht an dieser Stelle auch noch einen Hinweis so ein bisschen zum Thema gut zu wissen. Island ist im Winter nicht immer komplett weiss. Also es kann durchaus mal Wochen geben, wo es in gewissen Regionen keinen Schnee oder nur wenig Schnee hat. Ja, man hat es gehört, am besten mit einem Mietwagen unterwegs sein. Wir arbeiten schon seit Jahren mit Europcar zusammen. Dort sind alle Mietautos im Winter mit Spikes ausgestattet und wir buchen auch immer ein Allradfahrzeug für euch, also mit Allradantrieb. Da gibt es verschiedene Modelle, von einem kleinen Suzuki Swift bis zu einem grösseren SUV, zum Beispiel einen Toyota Land Cruiser. Und immer wenn ihr bei uns bucht, dann ist automatisch ein Zusatzfahrer gerade schon inbegriffen. Ihr könnt in Island in verschiedenen Unterkunftskategorien übernachten. Es gibt einerseits ganz viele persönlich geführte Gästehäuser. Die sind eher klein und haben nur ein paar Zimmer. Es gibt aber auch rund um die Insel verteilt neue, moderne 4-Sterne-Hotels, die grösser sind. Oder man kann auch ein gemütliches Ferienhäuschen mieten. Wenn man Glück hat, wie auf diesem Bild, dann vielleicht sogar mit einem eigenen Hotpot voraus. Seit wenigen Jahren gibt es auch ein paar Spezialunterkünfte in Island. Wie man jetzt hier sieht, zum Beispiel, das ist Panorama Glass Lodge. Die gibt es im Süden, Südwestisland, wo man dann eben mal auch ein bisschen spezieller kann übernachten kann. Das war es schon mal zum Reisen auf Island und in Island. Da würden wir jetzt zu den Aktivitäten kommen, die man im Winter unternehmen kann. Wir starten hier gerade mit einem Highlight, und zwar mit den Eishöhlen. Die Eishöhlen befinden sich in den Gletschern im Südostisland. Man kann die Eishöhlen auf geführten Touren besichtigen, wo ein Guide dabei ist, wo auch einem noch wichtige Informationen und interessante Informationen vor allem auch mitgibt. Die Eishöhlen, die sind nur im Winter zugänglich, meistens so ab November bis in Februar, März. Dann gibt es auch zwei Anbieter von Hundeschlittentouren auf Island. Einen ist im Süden, relativ nahe von Reykjavik, und der andere ist im Norden von Island. Ja, Baden gehört ganz fest zu Island. Hier jetzt ein Beispiel von einem Geothermalbad im Norden. Da kann man im warmen Wasser entspannen und hat eine schöne Sicht über den Fjord. Und wenn das Wetter gut ist, auch bis auf die andere Seite vom Fjord mit den mega schönen schneebedeckten Bergen. Das Island-Ross, daheim auf Island. Die Tiere sind bekannt für ihren gutmütigen Charakter. Das heisst, man kann
du problemlos auch als Anfänger kurze Reittour unternehmen. Geht jetzt zum Beispiel so eine Stunde, wo man unterwegs ist. Für Fortgeschrittene gibt es natürlich auch längere Touren, wo es ein bisschen schneller auch zu und her geht. Dann haben wir auch die Möglichkeit, auf diesen Gletscher im Süden zum Beispiel eine Schneemobiltour zu unternehmen. Das geht aber auch im Norden. Da ist man dann nicht auf dem Gletscher unterwegs, sondern in der winterlichen Landschaft. Wenn das Wetter jetzt mal nicht so mitspielt, dann kann man auch verschiedene Ausstellungen besuchen. Hier auf dem Bild seht ihr das Lava Center. Das ist eine interaktive Ausstellung, die auch gerade für Familien sehr interessant ist. Und da geht es um die Vulkanität in Island. Zu guter Letzt haben wir noch die Wahlbeobachtungstouren. Da haben wir im Winter drei Möglichkeiten. Das kann man einerseits in Reykjavik machen. Dort sieht man meistens Buckelwal, Zwergwal, aber auch Weisschnauzendelfin. Und das Gleiche gilt auch für den Norden von Island. Da sieht man auch hauptsächlich eben Buckelwale, Zwergwale und die Weisschnauzendelfin. Was ein bisschen spezieller ist, ist im Westen. Da haben wir die Halbinsel Snæfellsnes. Und dort kann man mit ein bisschen Glück in den Wintermonaten auch Orcas sehen. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt schon zu unserem Geheimtipp. Und zwar ist das eine von unseren Reisen, die wir im Winter ausgeschrieben haben. Die heisst Winterzauber im Norden Islands. Viele Leute besuchen im Winter eher den sehr bekannten Süden. Dort haben wir den Geysir, den Nationalpark Þingvellir und auch die Südküste mit den schwarzen Sandstränden. Wir finden aber, eine Reise im Norden lohnt sich genauso. Und ich möchte euch die jetzt Tag für Tag vorstellen, auch inklusive ein paar Bilder, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie das denn im Norden in Island im Winter so aussieht. Wir starten mit der Anreise, das heisst mit dem Flug auf Island. Ihr werdet dann mit einem Transfer auf Reykjavik in die Stadt gebracht. Oder die Möglichkeit hat, die Isländer schon ein bisschen kennenzulernen bei einer gemütlichen Nacht in der nördlichsten Hauptstadt der Welt. Es bleibt auch am Tag 2, also am nächsten Morgen, Zeit, um auf einem gemütlichen Spaziergang die kleine Stadt zu erkunden. Und am Mittag geht es dann los mit dem Inlandflug in den Norden von Island, und zwar auf Akureyri. Ihr übernehmt dort euch ein Mietauto und habt schon die Möglichkeit, auf der Fahrt in Nordosten die erste Sehenswürdigkeit zu bestaunen. Hier, jetzt vielleicht zuerst mal ein Bild von Akureyri. Akureyri ist nach Reykjavik die grösste Stadt von Island und man nennt es also ein bisschen die Hauptstadt vom Norden. Wie man aber auf dem Bild auch ein bisschen erkennen kann, so gross ist die Stadt nicht, aber natürlich einfach für isländische Verhältnisse ist es eine der grössten Städte. Das hier ist dann eben die erste Sehenswürdigkeit, die ihr könnt bestaunen könnt im Norden. Das ist der Godafoss, der Götterwasserfall, wo du in seinem Winterkleid aus Schnee und ganz vielen Eiszapfen kann, die Leute zum Staunen bringen. Ihr übernachtet dann 3 Nächte in der Region rund um den Mývatnsee. Dann habt ihr 2 volle Tage Zeit, um die Region zu erkunden. Und da würde ich jetzt eigentlich gerade gern schon grad weitergehen und euch dann die jeweiligen Sehenswürdigkeiten gerade mit dem Bild zusammen vorstellen. Da haben wir einerseits Dimmuborgir. Dimmuborgir ist ein Lavalabyrinth. Da seht ihr auf dem Bild, hat wirklich links und rechts von diesen Spazierwegen sehr außergewöhnliche Lavaformationen. Und da kann man sich tiptop auf einem kürzeren, aber auch auf einem längeren Spaziergang Zeit vertreiben und die ganz vielen Formationen auch bestaunen. Eines meiner Highlights ist der Krater. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr nach dem Morgen gemütlich losfahrt, dann euch eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nehmt und den steilen Weg nach oben geht und dann oben auf dem Krater gerade rechtzeitig für einen Sonnenaufgang seid. Das ist nämlich mega schön von dort oben.
Man hat eine wunderschöne Sicht über den ganzen Miwattensee und auch über die heissen Quellen. Im Winter ist der Sonnenaufgang ja nicht so halb spät. Dann kann man das wirklich gut machen, dass man nach dem Morgenessen losgeht. Thema heisse Quellen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Naumaskar. Das ist so ein Gebiet, das blubbert und dampft und auch etwa genauso fest stinkt. Es gehört ein bisschen zu Island dazu, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dort anzuhalten und dann auch so ein bisschen dort durchzulaufen. Wenn das Wetter mitmacht und wenn die Strassen in einem guten Zustand sind, dann kann man durchaus auch einen Abstecher zum Dettifoss machen. Dort kann man ein Stück weit hinten fahren und dann so den letzten Kilometer geht man zu Fuß. Der Dettifoss ist einer der mächtigsten Wasserfälle von Europa. Dann sehen wir hier auf diesem Bild den Miwattensee, der jetzt schön verschneit. Und die Sehenswürdigkeiten, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, die liegen eigentlich alle so ein bisschen rund um den See verteilt. Und das ist auch dort, wo man die 3 Nächte übernachten tut. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, für ein paar Aktivitäten zu buchen. Einerseits das Nature Bad, da ist man ein bisschen weniger aktiv. Das ist die blaue Lagune vom Norden. Da hat man einerseits auch wieder einen schönen Ausblick über den See oder man hat die Möglichkeit, dass man am oben ins Bad geht und dem warmen Wasser kann auf die Nordlichter schauen. Oder auf die Nordlichter warten und wenn sie um sind, kann man auf sie schauen. Dann haben wir eben vorhin auch gehört, man kann im Norden von Island auch eine Hundeschlittentour unternehmen und aber auch eine Whale-Watching-Tour buchen. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr nach der Whale-Watching-Tour hier eben im Geosee euch aufwärmen und den wunderschönen Blick über den Fjord geniessen könnt, wo ihr vorher unterwegs seid mit dem Whale-Watching-Boot. Nach diesen 2 eher aktiven, spannenden Tagen fahrt ihr weiter und zwar eigentlich wieder zurück auf Akureyri. Dort könnt ihr bei einem gemütlichen Kaffeestopp noch gemütlich durch die Fußgängerzone laufen und fahren dann weiter entlang von der verschneiten Küste bis ins Fischerdorf Siglofjörður. Dort haben wir 2 Nächte eingeplant im Hotel Siglo. Das ist ein sehr schönes Hotel mit einer super Küche. Und dort bleiben wir dann eben 2 Nächte und haben wirklich einen ganzen Tag Zeit, um euch zu entspannen, zum Beispiel im Hotpot am Hafen oder in der Infrarotsauna. Man kann mal gemütlich ein Buch lesen am Feuer oder ihr geht ein bisschen spazieren. Ihr findet viele kleine Galerien in Siglofjörður, aber auch die nördlichste Bierbrauerei von Island. Wenn ihr lieber ein bisschen aktiv unterwegs seid, könnt ihr auch Schneeschuhe mieten und dann die Umgebung vom Hotel zu Fuß erkunden. Das hier ist zum Beispiel eben gerade der Hotpot, der zum Hotel Siglo gehört, der auch gerade direkt am Hafen liegt. Und da haben wir noch ein Beispiel, wie das Zimmer im Hotel aussehen kann. Nach dieser entspannten Zeit im Hotel Siglo heisst es schon fast Abschied nehmen vom Norden. Wir fahren retour zum Flughafen Akureyri und unterwegs könnt ihr noch einen Stopp einlegen beim Weihnachtshaus. Dort gibt es sehr, sehr viel Weihnachtsdekoration, Christbaumkugeln, man kann aber auch etwas Warmes trinken. Ihr geht dann zu Akureyri am Flughafen das Mietauto ab, fliegt auf Reykjavik und werdet direkt mit einem Privattransfer zum internationalen Flughafen gebracht. Und dort haben wir dann auch noch mal ein schönes Hotel für euch eingeplant für die letzte Nacht, wo auf dem Dach auch einen Hotpot hat, wo man dann nochmal so die ganze Islandreise ausklingen lassen. Am nächsten Morgen ein kurzer Transfer zum Flughafen und dann der Rückflug in die Schweiz. Ja, das ist die Reise, die geht 1 Woche. Winterzauber im Norden Islands heisst sie. Und da seht ihr jetzt nochmal auf der Karte, jetzt könnt ihr euch vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen als vorher, wo genau dass man dann hier unterwegs ist. Wenn ihr
doch nicht in Norden wollt oder vielleicht auch im Sommer auf Island wollt, dann ist das natürlich auch möglich. Ihr findet unsere Reisen online auf contiki.ch oder ihr könnt auch einen von unseren Katalogen bestellen. Wenn ihr eine Anfrage habt für eine Reise, dann freuen wir uns, wenn ihr uns anruft oder auch wenn ihr uns ein E-Mail schickt mit euren Vorstellungen. Ja, wir sind schon durch nach einer halben Stunde. Ist eine kurze Zeit. Ich würde jetzt gerne noch Fragen beantworten, wenn es Fragen gegeben hat aus dem Chat. Und sonst habt ihr dann auch die Möglichkeit, ich werde dann nachher gerade wechseln, dass wir vielleicht auch noch einen Austausch sonst machen können, die sonst noch Fragen haben. Dann würde ich doch mal gerade fragen. Meine nette Assistentin im Hintergrund, Susanne, haben wir Fragen aus dem Chat? Ja, wir haben Fragen aus dem Chat und ich möchte dir auch gerade die erste stellen. Und zwar geht es um den Flug. Wie viel Zeit muss man hier rechnen, vorher am Flughafen sein? Du bist jetzt gerade ein bisschen abgehackt gewesen. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Es geht darum, wie viel früher dass man am Flughafen sein sollte. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe. Ganz genau, und zwar am Flughafen Island, also bei dem Rückflug. Okay, wir empfehlen für einen Rückflug, dass man spätestens am 5 Uhr am Morgen dort ist. Der Flug geht ja 7:20 Uhr. Dann hat man schön Zeit, um den Koffer abzugeben und durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Dadurch, dass man kein Mietauto mehr hat, jetzt bei dieser Reise, die wir vorhin vorgestellt haben, geht das natürlich ein bisschen schneller. Dann reicht es auch, wenn man 2 Stunden vorher dort ist. Aber wenn ihr ein Mietauto noch habt, zum Abgeben, dann würde ich vorschlagen, dass ihr ungefähr oder respektive spätestens am 5 Uhr bei der Mietautostation seid. Haben wir noch Fragen zu Hunden? Und zwar die erste Frage ist, ob man im Flugzeug, weil es ja ein relativ kurzer Flug ist, ob man den Hund in die Kabine mitnehmen, in die Passagierkabine. Und zwar geht es um einen größeren Hund, weil es ist von einem Schlitthund dreht. Ja, es ist so, dass man Hunde gar nicht mitnehmen darf auf Island. Wir sind dort sehr heikel und sehr darauf bedacht, gerade weil sie eine Insel sind, dass man keine Krankheiten einführt. Also für die Ferien kann ein Hund nicht mitkommen auf Island. Wenn man jetzt auf Island auswandern würde, dann wäre es etwas anderes. Aber für Ferien darf man keine Hunde oder ja, ich sage jetzt mal andere Haustiere mitnehmen auf Island. Okay, dann hat sich eigentlich die nächste Frage schon fast erledigt. Wie offen sind die Isländer generell gegenüber Hunden, so in Restaurants? Und auch die Mietwagenbuchungen. Aber in dem Fall geht es halt nur dann um inländische Hunde. In dem Fall. Genau, also man trifft in Island auch auf Hunde. Also die Isländer selber haben oft Hunde, gerade auch auf den Farmen und auf den Bauernhöfen. Aber auch in Reykjavik trifft man auf Hunde, aber das sind natürlich eben Hunde, die in Island wohnen. Wir bleiben bei den Tieren, aber eher bei denen auf dem Teller. Und zwar, wie kommt man zu Island Schlag, wenn man nicht gerne Fisch hat? Da kann ich sehr gut Auskunft geben. Ich bin selber Veggie, das heisst, ich esse kein Fisch und kein Fleisch. Das klappt tiptop. Sie haben eben viel Gemüse, das sie selber anpflanzen. Und die Milch und Getreide, Milchprodukte und Getreide, die es gibt. Es ist auch so, dass wenn jetzt mal nichts auf der Karte ist, wo ohne Fisch oder ohne Fleisch ist, dann kann man sehr gut einfach nachfragen. Sie sind da sehr offen und können da etwas zusammenstellen, was passt. Also wenn man nicht gerne Fisch hat oder auch nicht Fleisch isst, ist das kein Problem. Super. Die nächste Frage, die geht um Corona. Und zwar, wie sind da die aktuellen Stornierungsbedingungen? Muss ich schauen, dass ich kein Seich erzähle. Wir haben im Moment noch die Möglichkeit, dass man bis 8 Wochen vor Abreise gratis stornieren oder gratis kann stornieren. Und dann alles, was später ist, kommt ein bisschen darauf an, wie die Situation ist. Wenn jetzt die Einreisebestimmungen drastisch ändern, also das wäre zum Beispiel, wenn jemand geimpft ist und man plötzlich dann in Quarantäne muss gehen,
dann stornieren wir die Reise kostenlos stornieren für euch. Wenn ihr aber einfach euch nicht mehr wohlfühlt und sagt, nein, ihr möchtet jetzt nicht mehr reisen, dann kommen die Annulationsgebühren gemäss AGBs zum Zug. Susanne, habe ich das richtig erklärt? Du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ich hoffe, das ist das Aktuelle. Ich glaube auch, es ist aktuell, aber wenn man das noch schwarz auf weiß nachlesen will, dann kann man sich immer auf eurer Webseite informieren. Es sind immer die absolut aktuellsten Stornierungs-Annulationsbedingungen getroffen. Oder wenn man natürlich gerade an der Buchung ist, tut jeder Berater auch immer gerne nochmal die aktuellen Stornierungsbedingungen von heute erklären. Genau, und es ist auch so, dass jeweils die Bedingungen zählen beim Buchungszeitpunkt. Also wenn wir die jetzt nachher nochmal würden ändern, dann zählt für euch das, was beim Buchungszeitpunkt aktuell ist. Dann die nächste geht um eine Reise selber. Wie individuell kann man da buchen? Also kann der Kunde selber bestimmen, wo er wie lange bleiben will? Wie flexibel sind wir da? Wir sind sehr flexibel. Also die Reisen, die wir ausgeschrieben haben, sollen mal Ideen sein, sollen euch inspirieren. Aber wir können ja auch komplett ohne irgendeine Reise anfangen und ihr sagt uns gerne, was ihr wettet. Man kann ja auch zum Beispiel jetzt bei den Unterkünften eine Mischrechnung machen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will zuerst ein bisschen umreisen und dann will ich noch in ein Ferienhäuschen. Also ich würde mal sagen, wir können fast alles machen. Super. Dann, wie geeignet ist das Programm für kleinere Kinder? Gerade so, wo es um die Unterhaltung geht, um das Hotel. Was würdest du da sagen, wenn man mit kleineren Kindern reist? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt durchaus einige Hotels, die mehr auf Familien ausgerichtet sind, wo dann beispielsweise auch, ich sage jetzt mal, grössere Familienzimmer haben, wo teilweise vielleicht gerade direkt neben dem öffentlichen Bad sind, wo es auch Rutschbahnen hat und solche Sachen für Kinder. Aber es gibt jetzt nicht, ich sage jetzt mal, grosse Hotels, wo es einen Kinderclub gibt oder so ähnlich. Das gibt es in Island weniger. Wir haben aber auch Familienreisen, die sind im Moment für den Sommer ausgeschrieben, aber die können wir natürlich genauso im Winter buchen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man mit Kind einen Stallbesuch macht. Dann kann man dort diverse Sachen lernen über das Islandross. Und dann gibt es noch eine Runde in der Reithalle, wo die Kinder geführt können, zum Beispiel auf dem Ross hocken. Und es gibt auch sonst noch diverse Ausflüge, auch, die so ein bisschen mehr und spezieller auch auf Kinder ausgerichtet sind. Bei den Hotels ist es aber wirklich so, dass es dann eher sich beschränkt auf einfach Familienzimmer und eben nicht noch so speziell irgendwie Unterhaltung hat. Das gibt es generell in Island nicht. Es gibt nicht grosse Hotels, wo noch Unterhaltung angeboten wird, sondern also die Unterhaltung ist dann vielleicht eher, dass es eine Hotelbar hat, wo man gemütlich noch anhocken kann. Danke vielmals. Dann die nächste Frage, die geht um Südosten von Island. Und zwar, was würdest du dort empfehlen, kann man unternehmen, ohne vorher so zu buchen? Also ich nehme an, da geht es vor allem eben um Sehenswürdigkeit, Ausflug, Aktivitäten. Was man sehr, sehr gut machen kann in einer Woche, ist eine Reise, wo man den Golden Circle anschaut. Das ist der Nationalpark Þingvellir, den Geysir und den Wasserfall Gullfoss. Dann kann man auch noch sehr gut innerhalb dieser Woche Abstecher machen an die Südküste. Dann kann man zwei bekannte Wasserfälle anschauen und den Schwarzen Sandstrand. Und dann lohnt sich auch noch ein Abstecher auf die Halbinsel Snæfellsnes, wo man die Orcas sieht. Und das Bild, das ihr jetzt da gerade im Hintergrund seht, das ist auch auf dieser Halbinsel Snæfellsnes entstanden. Und all diese Sachen sind Sehenswürdigkeiten, die eigentlich Natur sind. Da kann man einfach dran anfahren. Und das, was man dann im Voraus buchen, gerade besonders halt jetzt, auch in dieser Zeit mit Corona, sind dann so Ausflüge, also die Aktivitäten, die ich vorher vorgestellt habe. Hundeschlittentour, Whale-Watching, Reittouren, Schneemobiltour, Eishöhle und so weiter. Also von dem her, alles, was in der Natur ist, wo man so einfach dran ankommt, ist natürlich kein Problem.
Aber dort, wo eine Tour dahinter steckt, das würde ich gerade im Moment wirklich empfehlen, zum Vorausbuchen. Jetzt hat es wunderbar, ich glaube, eher den Südwesten gerade schmackhaft gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin falsch vorgelesen habe. Kunden interessieren sich aber speziell auch noch für den Südosten, für die Region. Vielleicht hast du jetzt auch noch ein paar Ideen, wo man, was man alles kann erleben. Ja, sicher. Der Südosten fängt so ein bisschen nach dem wirklichen Süden an, also dort, wo die schwarzen Sandstrände sind. Da haben wir das erste Mal den Nationalpark Skaftafettel. Dort kann man diverse Gletscherwanderungen unternehmen, zum Beispiel. Dort gibt es, meint ich, auch Schneemobiltouren. Und dann kommen eben auch die ganzen Eishöhlen, die in diesem Gebiet sind. Und dann natürlich das Highlight vom Südosten, das sind die Gletscherlagunen. Da haben wir einmal die Jökulsauerlohn und einmal auch die Fjallsauerlohn. Das sind so ein bisschen die zwei grösseren Gletscherlagunen. Da muss man einfach ein bisschen beachten, wenn man jetzt im Winter möchte gehen. Im Winter ist es kälter, da bricht weniger Eis ab. Das heisst, im Winter treiben weniger Eisberge in diesen Gletscherlagunen. Es ist auch so, dass die Bootsfahrten, die es im Sommer gibt, die kann man im Winter nicht machen. Also die finden so von Mai bis Oktober statt. Und was wir auch noch haben im Südosten, es geht noch weiter, ist auf der Gegenseite von der Gletscherlagune Richtung Meer, hat es die sogenannte Diamond Beach. Dort werden die Eisberge angeschwemmt am schwarzen Sandstrand. Das ist aber natürlich genau das Gleiche wie vorher. Es ist kälter und es hat weniger von diesen Eisblöcken, die dort liegen. Und als letztes, wo noch so im Südosten ist, haben wir noch das Fischerdorf Höpp. Dort, ganz in der Nähe, hat es eine Landzunge, das heisst Stocksnäs. Und vom Stocksnäs hat man einen sehr schönen Blick eigentlich zurück, also Richtung Landesinnere, wo man das Westrahorn schön sieht. Das ist auch ein bekanntes Fotomotiv. Das sind so ein bisschen die wichtigsten Highlights vom Südosten. Dann gehen wir ein bisschen zu einem ernsteren Thema über. Wie sieht mit der ärztlichen Versorgung die Island aus? Ja, einfach ist es im Notfall zu einem Arzt gehen oder in ein Spital. Es ist so, dass sie in den grösseren Ortschaften rund um die Insel Spitäler hat. Und ich sage jetzt mal, in den kleineren Ortschaften hat es immer so ein Gesundheitszentrum. Es ist auch so, dass sie ein sehr gut aufgestelltes Such- und Rettungsteam haben. Also wenn man ein Problem hat, dann kommt man in Island schnell Hilfe über. Das ist von dem her nicht so ein Problem. Wenn es jetzt leider etwas, sage ich jetzt mal, Schlimmeres ist, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man dann mit einem Helikopter beispielsweise auf Reykjavik wirklich ins grosse Spital gebracht wird. Aber in Island sind sie soweit sehr gut ausgerüstet, das grösste Spital in der Hauptstadt, aber eben auch rundum sind sie sehr gut aufgestellt. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man da nicht wird zu ärztlicher Hilfe kommen. Danke vielmals. Dann bleiben wir gerade beim Ernsthafteren. Was passiert, wenn man eine Autobahn hat unterwegs? Ist das ein grosses Problem? Das ist nicht so ein grosses Problem. Europcar, also dort, wo wir die Autos buchen für euch, die haben auch so eine Notfallnummer. Dann kann man sich dort melden und dann schaut man, wo ist man. Und wenn man nicht mehr weiterfahren kann, dann kommt nach von der nächsten Station oder von der nächsten Partnergarage, die Europcar hat, jemand zu einem. Je nachdem kann man es flicken und sonst wird man abgeschleppt. Also das ist eigentlich auch sehr ein gutes Netz rund um die Insel von einerseits Stationen von Europcar, aber andererseits auch von Garagen, wo Europcar eine Zusammenarbeit hat. Super, dann gehen wir über zum Geld. Gehen Kreditkarten oder EC-Karten, Maestro-Kärtchen, Fall? Und wie viel Bargeld sollte man so für eine Woche einpacken? Es ist so, dass man in Island alles sehr gut mit Kreditkarten zahlen kann. Ich bin jetzt die letzten 2-3 Mal komplett ohne Bargeld gereist. Die Isländer selber zahlen jeden Kaffee mit der Kreditkarte. Man kann natürlich jederzeit ein bisschen Bargeld mitnehmen. Vielleicht, wenn man mal neu möchte Trinkgeld geben, das wird nicht erwartet, aber vielleicht möchte man gleich mal etwas abgeben. Oder auch wenn es ein Böhler ist, dann kann man natürlich ein bisschen etwas rauslassen. Das würde ich empfehlen, dass man das
nach der Landung in Island selber macht, da kann man am Bankomat einen gewissen Betrag mit dem EC-Kärtchen oder mit der Kreditkarte abheben. Aber generell ist es nicht nötig, zum Bargeld mitzunehmen. Und so die gängigen Kreditkarten, Visa, Mastercard, mit denen kann man sehr gut zahlen rund um die Insel. Dann gehen wir zurück zu den Ausflügen. Bietet ihr auch Helikopter-Rundflüge an? Das können wir auch buchen. Da gibt es, wenn ich jetzt gerade alle im Kopf habe, etwa drei Möglichkeiten. Einerseits in der Region Reykjavik. Dort zum Beispiel auch im Moment geht etwas Cooles, kann man über das neue Lavafeld fliegen vom Vulkan, der letztes Jahr ausgebrochen ist. Dann gibt es Rundflüge im Südosten bis Gaftafettel. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die auch Helikopter haben oder ob die nur einen Kleinflug haben. Und dann kann man im Norden, in der Region Miwat, kann man auch Rundflüge machen. Und dort bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob es eher Kleinflüge sind und keine Helikopter. Aber es gibt zwei, drei Möglichkeiten und auch zwei, drei Anbieter von Helikopter-Rundflügen. Danke vielmals. Das sind im Moment alle Fragen, die ich im Chat gesehen habe. Und ich würde dann wieder an dich übergeben. Danke vielmals. Das freut mich mega, dass wir so viele Fragen hatten zum Beantworten. Ich würde jetzt hier meinen Bildschirm entteilen. Dann seht ihr mich nur noch auf der Kamera. Und alle die, die noch möchten, dürfen gerne bleiben, dürfen auch selber die Kamera anstellen. Und vielleicht ist noch die ein oder andere Frage auftaucht. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch um. Also das heisst, wenn Fragen sind, dann sehr gerne euch melden. Ich sehe jetzt auch schon gerade, wir haben ich glaube, eine Hand, die gehoben ist. Und zwar sehe ich das hier bei der Sibyl. Hast du gerade schon eine konkrete Frage, die ich beantworten darf? Wir müssen mal schauen, dass es klappt, um die Stummschaltung aufzuheben, dass ich das dann hören würde. Mal schauen, also falls eine Frage ist von der Sibyl, ich höre leider nichts, weil das Mikrofon ist noch abgestellt. Jetzt ist auch die Möglichkeit, wenn es nicht klappt mit dem Mikrofon zum Beispiel, dass man die Frage sonst auch noch im Chat stellen. Hört man mich? Jetzt höre ich etwas, ja. Ja, hallo. Hallo. Bei mir funktioniert der Chat nicht. Genau. Okay. Okay. Ich wollte einfach wissen, also ich bin ungeimpft, aber genesen. Mich nimmt es einfach Wunder, wie dort die Reisebedingungen sind, weil eine Kollegin von mir möchte jetzt nicht mit mir mitkommen auf Island. Mhm. Und ja, ich bin aber schon viermal da oben, es würde das fünfte Mal sein, wo ich da oben bin. Ja, wie ist da die Bedingung von den Ungeimpften, von den Genesenen? Gibt es also, da irgendwie... Wenn man genesen ist, dann ist es eigentlich gleich, wie wenn man geimpft ist. Also das heisst, man braucht einfach einen negativen Antigen-Schnelltest oder einen negativen PCR-Test für die Einreise und natürlich das Zertifikat, dass man genesen ist. Die sind jetzt ab 1. Februar, das ändert jetzt die nächste Woche, sind die Zertifikate noch 9 Monate gültig. Also 9 Monate nachdem man gehabt hat, genau. Jawohl, genau. Also das wäre bei mir noch drin. Ich habe am 7. also im Dezember habe ich es gehabt. Ja, tipptopp. Und das wäre okay, ja. Genau, dann super. Einfach da nur einen Test. Nein, das ist super. Ja, genau. Das ist so mega jetzt halt meine... Ich habe überall gegoogelt und gemacht. Und was ist, wenn die Bestimmungen ändern? Bei den einen Ländern ist es ja nur noch 3 Monate gültig. Ja. Ja, eben, das weiss man natürlich nie, was alles kommt. Aber ja. Das ist so. Eben, die Stornogebühren, die wären ja in dem Sinn auch wenn wir jetzt als Nicht-Geimpfter dann nicht mehr können, würden wir da gleich etwas retour überkommen? Oder ist dann, ich meine, ich will nicht rauf, ich kann ja dann eigentlich nicht rauf. Ja, also wenn wir jetzt die Situation haben, dass man eben genesen ist, also zum Buchungszeitpunkt kann einreisen mit einfach nur einem negativen Test und das ändert jetzt kurz vor der Abreise, dass man entweder gerade gar nicht mehr gehen kann oder dass sie plötzlich das Zertifikat verkürzen oder man in Quarantäne muss, dann
Das geht über das Pauschalreisegesetz, da stornieren wir drei stornieren von uns aus. Und ja, da gibt es von dem her keine Kosten. Okay. Ich muss jetzt schauen, dass ich nicht allzu viel Sache erzähle, aber ich meine, wir haben einfach eine Bearbeitungsgebühr von genau. 100 Franken pro Person halt für den Aufwand vom Buchen und so weiter. Aber sonst gibt es keine grossen Kosten in dem Fall. Ja, ja, das wäre ja noch verkraftbar. Ah, super, ja, gut, genau. Okay, das ist das, was ich wissen wollte. Danke vielmals. Sehr gerne. Danke vielmals, dann verabschiede ich mich wieder. Tipptopp. Dankeschön, tschüss. Tschüss, merci vielmals. Mal schauen, ob wir noch weitere Fragen haben oder jemand, der sich melden möchte. Ich sehe, der Chat ist hier noch aufgeploppt. Ich glaube, da haben wir nicht mehr gross neue Fragen. Ah, da haben wir noch genau, dann haben wir da noch einen kleinen Sprachkurs gemacht, aber ich hoffe, es hat einigermaßen gut geklappt. Es ist ja wenigstens, haben wir die Informationen auch noch auf der PowerPoint gehabt. Ich hoffe, dass dort wenigstens noch etwas dabei ist. Genau. Ja, tipptopp. Also, wenn sich jemand noch möchte melden, sehr, sehr gern. Wir haben noch Zeit. Und ansonsten wären wir fertig mit dem Vortrag zu Island im Winter. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch bei uns meldet mit weiteren Fragen jederzeit. Und daran denken, bis heute oben um Mitternacht, wer möchte teilnehmen bei der Verlosung vom Kochbuch. Uns sehr gerne die Lösung möglichst genau schicken per E-Mail an info@kontiki.ch und dann tun wir das morgen im Verlauf des Tages auslosen, die Gewinner per E-Mail informieren und auch auf Facebook verkünden, wer hier gewonnen hat. Genau, tipptopp. Susanne, hast du noch etwas aus dem Chat, was zum Beantworten ist? Ich habe keine Frage mehr. Es sich viele Leute sehr freundlich bedanken bei dir. Sehr gerne. Und viele Leute haben, glaube ich, so richtig Lust auf Island im Winter überkommen. Sehr gut, das freut mich. Dann wünsche ich euch allen ganz einen schönen Abend. Bleibt gesund und hoffentlich bis auf bald in Island selber. Würde mich also freuen. Danke vielmals und ade miteinander.